Verwandelt die äußere Hülle des verbündeten Ziels vorübergehend in der Energie und sondert einen Stromschlag ab. Charaktere, die um das Ziel herumstehen, erleiden einen Schockschaden. Schwächlicher Griff. Erschüttert den Sinn des Ziels für die Realität, wodurch er verängstigt und verwirrt wird. Nehmen wir mal fette Abneigung. Ah ja, ihre Seelenpeitsche, genau. Größerer Fokus. Der maximale Fokus des Mediums steigt an. 10 Max-Fokus. Erziehende Peitsche. Verbessert die Zugkraft des Seelenpeitsche des Mediums. Physischer Rückschlag. Beschwört einen Vergeltungsschlag herauf, der den Feind betäubt, wenn er auf die Windsverteilung des Mediums abzielt. Hat sie eigentlich einen Waffenschwerpunkt? Wenn nicht, muss ich hier einen geben. Beißende Peitsche. Die Seelenpeitsche des Mediums beißt tiefer und gewährt einen Bonus an Schaden. Nehmen wir mal die entziehende Peitsche. So. Nächste Stufe. Athletik. Überleben vielleicht. Oh, Stufe 2 Zauber mit verstärkter Hieb. Lässt physische Energie harmlos vor dem Ziel und auch den nächsten Feind abprallen, wodurch dieser Stichschaden erleidet und gewaltsam zurückgeschlagen wird. Okay, mentale Bindung. Überwältigt die geistige Fähigkeit des Ziels mit seinem eigenen Körper zu kommunizieren, wodurch es gelähmt wird. Mhm. Und seine Seele eine Schockwelle auslöst, die umstehende Feinde bewegungsunfähig machen kann. Psycho-Klingen. Ah, ich kann 2 Zauber auswählen. Entscheidet sich für die Essenz des Ziels und erzeugt eine Hiebklinge, die es angreift, bevor sie auf bis zu 5 weitere Ziele überspringt. Das klingt schon mal nicht schlecht. Phantomfeinde. Dringt in den Verstand von Zielen im Wirkungsbereich an und zwingt sie dazu zu glauben, sie seien von Phantomfeinden umgeben. Wodurch sie für die Dauer flankiert sind. Psychovampirischer Schild. Das Medium nutzt die Willensstärke des Ziels gegen das Ziel selbst. Raubt ihm einen Teil seiner Entschlossenheit. Mhm. Rückruf der Agonie. Führt dazu, dass das Ziel psychische Trauma einer Verletzung wieder erlebt und dadurch erneut den entsprechenden Schaden erleidet. Oh, das klingt nicht schlecht. Und nächste Stufe. Wissen. Überleben? Nein. Ich kann einen Zauber auswählen, dann nehme ich mal Phantomfeinde. Und größerer Fokus wäre nicht schlecht, jetzt wo wir die Peitsche gemacht haben. So, ich will hier mal kurz abbrechen. Ich will mal gucken, was für Talente sie grundsätzlich hat. Die da. Gucken wir mal. Kämpfergeist. Alle Menschen besitzen einen bezogenen Geist. Erfordert Ausdauer unter 50%. Ah ja. Größerer Fokus und entziehende Peitsche. Das haben wir gegeben, aber ansonsten Seelenpeitsche. Sie hat, was hat sie denn für Waffen? Eine gute Armbrust. Okay, dann geben wir ihr doch Zielgenauigkeit auf Armbrüste. Ja. Okay. Athletik und Wissen. Geheime Schrecken. Zwingt Feinde im Wirkungsbereich zu glauben, dass ihre schlimmsten Ängste wahr wurden, wodurch sie für die Dauer verängstigt und krank gemacht werden. Puppenspieler. Zerstört die physische Verteidigung eines Ziels, wodurch es für die Dauer durch das Medium beherrscht wird. Das klingt nicht schlecht. Verbindung des Schmelzens. Stellt eine mentale Verbindung zwischen dem Ziel und Feinden in der Nähe her, wodurch sie einen Teil allen Schadens erlebt, den das Ziel erleidet. Oh. Gebrochener Wille. Zwingt die Erinnerung des Feindes dazu, lebhafte Ansammlung vergangener Fehlschläge hervorzuheben, wodurch das Ziel behindert und geschwächt wird. Ektophysisches Echo generiert eine abprallende Welle psychischer Resonanzen zwischen dem Medium und einem Verbündeten, der jedem, der dazwischen geht, Schmetterschaden zufügt. Nee. Seelenentzündung.
zwingt die Seele seines Feindes dazu, Energie zu verlieren, wodurch den Feind umgebende Luft entzündet wird und er Verbrennungsschaden erleidet. Das klingt nicht schlecht. So, ist das hoffentlich die letzte Stufe? Nein, wahrscheinlich nicht. Überleben. Und mehr können wir nicht geben. Oh, doch, geben wir mal ein bisschen Heimlichkeit, dass sie mitschleichen kann. Gebrochener Wille. Nehmen wir mal geheimer Schrecken. Das klingt am besten. Und offensiv braucht sie... Oh, Ritter. Ja. Gut, nächste Stufe. Wieder Wissen. Oh, Stufe 4 Zauber schon. Verstandslanze. Fehlt das Ziel auf eine Lanze aus reiner Kraft, wodurch alle im Eingriffsbereich erheblichen Stichschaden erleiden und mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschaltet werden. Au. Körperliche Abstimmung. Das Medium erforscht den Verstand und die Seele des feindlichen Ziels, findet die Stärken seiner Verteidigung und raubt sie, um sie selbst zu nutzen. Jetzt sieht den Teil, dem Ziel einen Teil seiner Schadensreduktion und gewährt dem Medium den gleichen Wert als Bonus. Das klingt schon mal nicht schlecht. Wilder Blutsauger klammert sich an einige Eigenschaften der Psyche des Ziels und erzieht diese, wobei es dem Medium die gleiche Menge als Bonus gewährt. Wirkt sich auf ein zufälliges Attribut aus. Nee. Erzeugt ein physisches Heulen im Zielbereich, wodurch das Ziel betäubt und ein Feind im Zielbereich Wundschaden erleiden. Hohe Wahrscheinlichkeit auf Ausschalten. Das klingt nicht schlecht. Und letzte Stufe, die kommt schon auf Stufe 8. Sehr toll. Athletik. Schmerzblocker. Versieht ein Verbündeten mit einem mentalen Sperr gegen seinen Schmerz. Gewährt ihm dadurch einen Bonus auf seine Schadensreduktion und generiert seine Ausdauer mit der Zeit. Das klingt gut. Beißende Peitsche. Oder lieber Unterstützung. Ja, das wäre auch nicht schlecht, wenn sie auch Feldlazarett könnte. So. Ja. Gut. Das heißt, wir haben jetzt ein neues Gruppenmitglied. Gucken wir uns hier draußen noch weiter um. Tränke, günstige Tränke, Tränke und au. Oh. Ja, und die nicht einfach sind unsere. Wir haben uns so schon das, dass sie nicht hier ist. Okay, die suchen überall. Überall hätte dieses Mädchen verloren gehen können. Aber nein, ausgerechnet hier muss es passieren. Das hier ist Tigrils Lederei. Ach so, darauf hat sich Sagadi gerade angesprochen gefühlt. Eine junge Frau lehnt sich gegen einen Wagen. Ein Arm und eine Seite ihres Gesichts sind mit Bandagen bedeckt, unter denen du rohes, welliges Fleisch erkennen kannst. Von ihren Wundbrennen dringt ein winziger, scharfer Geruch zu dir rüber. Sie grinst schmerzhaft. Gerade erst angekommen, ich wollte gerade einen Teil meines Lagerbestands trocknen, aber du kannst dich trotzdem gerne umsehen. Wie hast du die Verbrennung erlitten? Sie schaut zum Boden. Durch die Flamme? Wie schlimm sieht es aus? Sag es einfach, ich weiß, du beschönigst nichts. Es sieht so aus, als würde es schmerzen, nur ruhig, so schlimm ist es nicht. Ich bin überrascht, dass du noch ins Freie gehst. Wer kümmert sich, wie du aussiehst, dass du in Ordnung bist, das ist die Hauptsache. Ja, das stimmt eigentlich. Es sieht so aus, als würde es schmerzen. Sie lacht räumig. Das ist noch ziemlich untertrieben. Ich hatte einen Jungdrachennest östlich der Ortschaft beobachtet, bei der Dürfurt-Flusskreuzung. Das Biest blieb gerade lang genug, um einen Haufen Eier zu legen und zog dann weiter. Der Himmelsmutter sei Dank, dass es kein ausgewachsener Drache war. Sie schaut ihren bandagierten Arm an und verzieht das Gesicht. Frische Eier sind sehr viel nützlicher als welche, die von Händler zu Händler wandern oder wochenlang im Nest liegen. Und die Eier dort schienen genau das im richtigen Alter zu sein. Ich wollte mir einen beschaffen, aber ich wusste nicht, dass schon so viele geschlüpft waren. Oder dass junge Lindwürre ihr Territorium so heftig verteidigen. Was ist an diesem Ei so besonders?
Sie gehört zu den stärksten Mitteln, die die Gestandenen kennen. Abgesehen von Kerogole natürlich. Nicht, dass ich jemand raten würde, das zu nehmen. Achso, das ist ein Mittel zum Einnehmen. Dracheneier haben sie, aber sind bekannt dafür, die Gestandenen kühl zu machen. Zielgerichtet, manche glauben sogar, sie würden vor Bier wegschützen. Sie zuckt mit den Achseln. Ich weiß nur, dass alle Hintertränken her sind, die aus Dracheneiern gemacht wurden. Aber die verdammten Straßen, ich kann keinen meiner Zulieferer kontaktieren und bin deshalb darauf angewiesen, was ich mir im Wald zusammenschnorren kann. Dürrwurz, Flussschilf und dergleichen. Ich könnte ein Ei für dich besorgen. Sie starrt dich unverändert an, aber in ihren Augen siehst du aufkeimende Hoffnung. Und ihre Mundwinkel beginnen zu zucken. Ich hoffe wirklich, dass du mir nichts vormachst. Noch einmal ins Feuer zu langen könnte ich wohl nicht aushalten. Sie beißt sich auf die Lippe. Wenn du das ernst meinst, würde ich dich auf jeden Fall dafür bezahlen. Vergiss aber nicht, dass Dracheneier trotz ihrer Größe ziemlich zerbrechlich sind. Und mit einem intakten Ei kann ich viel mehr anfangen. Sie zieht eine ihrer Verbände zurecht. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Wenn du dich bald wieder ins Getümmel der Straße stürzen wirst, hätte ich da einige nützliche Wundzeilen für dich. Weißt du irgendwas über nahegelegene Ingvitan-Ruinen? In der Wildnis kann man nur schwer ein Stein werden, um nur dabei die heilige Adra-Säule von irgendjemandem umzuwerfen. In der Wildnis kann man nur schwer einen Stein wenden. Kluge Reisende umgehen sie. Wenn du aber wirklich auf Sehenswürdigkeiten aus bist, könnte dir Beotmar wohl den richtigen Weg zeigen. Er betreibt an dem westlichen Rand des Dorfes einen kleinen Tempel. Was ist denn an den Straßen verkehrt? Ein verabscheuendes Geräusch rasselt aus ihrer Kehle. Briganten, Plünderer suchst ihr aus. Die Götter mögen ja unsere Babys aushöhlen, aber es sind die Erwachsenen, die den Rest von uns ausradieren. Die Leute strömen nach Todsburg, weil sie hören, dass dort gesunde Kinder geboren werden. All die Flüchtlinge und verlassenen Häuser locken Verzweifelte jeder Art an. Wie Hunde, Piep, die fliegen. Zeig mir mal deine Waren. Sie sieht zur Seite, selbstverständlich. In den Regalen ihrer Karre stehen Konservengläser, Fläschchen und gebündelte Papierstapel. Tag der kleinen Ausdauer, Perlen, Garant. Adra nehme ich gerne, die Kupferbindung auch. Xaurib-Zungen haben wir selber genug. Hast du Pilgerkronen vielleicht? Nein. Trank der großen Ausdauer, Trank der kleinen Erholung. Oh. Goldrot-Prim, davon haben wir auch selber genug. Können wir dir was verkaufen? Enchantments, High to Low. Ja, wir haben jede Menge. Was zur Hölle? So. Fairer Handel hier, kannst dich mit Schilden eindecken. Och, nö. Und jetzt werden mir auch noch all die Schilder angezeigt. Neue Aufgabe, Nestei. So, jetzt wollen wir aber endlich mal in die Taverne reingucken. Dort sprechen wir zuerst mit dem Herrn, der unsere Hilfe braucht. Die Taverne sieht übrigens recht groß aus auf der Map. Ich hoffe, sie ist nicht zu groß. Und ja, dann müssen wir uns im gesamten Dorf noch umschauen. Wir haben noch die Wassermühle, dieses Ledergerberei. Okay, es gibt schon mal einen Weg nach oben. Dörfler. Sid. Wachposten des Hauses Haron. Was ist auf dem Tisch? Jahrzehntelange Gebrauch haben diesen Tisch verkratzt und verschmutzt. Das Porträt steht ein Mann und eine Frau in indianischer Kleidung da, die wohl vor einem Jahrhundert in Mode gewesen ist. Der schwere Bilderrahmen ist ramponiert. Und das Schild, auf dem einst der Name des Gönners stand, wurde herausgekratzt. Sie haben sich leidenschaftlich, was angesichts der Abneigung auf ihren Gesichtern seltsam wirkt. Your thoughts must flow deeply indeed. Gut. I just want to find her. Surely even you can understand that. We're decent folk. My lord, perhaps you should leave and check the wilds.
Okay, das war Fürst Harond. Wir haben hier ein paar Leute. Cid, Aeron, Pace. Also ja, den Koch. Gut, ich denke mal, wir sollten zuerst mit Harond reden.